Hallo ihr Lieben, heute ist Vitamin D an der Reihe, das hatte ich angekündigt. Vitamin D-Mangel ist weltweit sehr verbreitet. Dieses Vitamin, das eigentlich ein Hormon ist, hat Einfluss auf viele wichtige Körperfunktionen. Eigentlich ist Vitamin D sogar eine Gruppe fettlöslicher Vitamine, die vor allem beim Kalziumstoffwechsel eine wichtige Rolle spielen, aber sie regulieren auch den Ausdruck von Hunderten von Genen. Die natürlichste Form von Vitamin D ist die Sonnenbestrahlung, die in der Haut in Vitamin D3 umgewandelt wird. Alternativ dazu befindet sich Vitamin D natürlicherweise in manchen Lebensmitteln wie fettem Fisch, aber man kann Lebensmitteln das Vitamin D auch zusetzen. Vitamin D-Supplementierung, also Pillen, ja, nein, vielleicht. Bei Sonnenbestrahlung synthetisiert die Haut Vitamin D, die metabolische wirksame Form entsteht in der Leber. Vitamin D ist wichtig für die Knochenmineralisierung und hat Auswirkungen auf Immunsystem, das endokrine System und die Herz-Kreislauf-Funktionen. Es ist vor allem im Zusammenhang mit der Knochengesundheit bekannt. Ein schwerer Vitamin-D-Mangel führt bei Kindern bekannterweise zu Rachitis. Das war früher ein ganz ausgeprägtes, ein ganz häufig vorhandenes Problem. Und bei Erwachsenen zu Knochenweichheit. Andere Folgen sind Knochenzerfall und verfrühte Osteoporose. Den offiziellen Empfehlungen zufolge reduzieren 800 internationale Einheiten pro Tag das Risiko von Brüchen infolge von Stürzen bei älteren Menschen. Vitamin D reguliert die Zelldifferenzierung und das Wachstum durch Bindung an Wachstumsrezeptoren. In epidemiologischen Studien wurde ein klarer Zusammenhang zwischen einem Mangel an Sonnenbestrahlung, schlechtem Vitamin-D-Status und einem erhöhten Darm- und Brustkrebsrisiko festgestellt. Ebenso mit Autoimmunkrankheiten betroffen sind vor allem Diabetes vom Typ 1 und Typ 2, die Multiple Sklerose, Rheumatoide Arthritis und der systemische Lupus. Untersucht wird zurzeit, ob eine Vitamin-D-Supplementierung kognitive Degeneration und fortschreitende Entwicklung bei neurodegenerativen Krankheiten verhindern kann. Bei schwangeren Frauen kann ein Vitamin-D-Mangel mit schweren, ungünstigen Entwicklungen für Mutter und Kind verbunden sein. Es gibt Hinweise auf Verbesserungen bei der Behandlung der atopischen Dermatitis, dem Ekzem und Morbus Crohn durch Vitamin-D-Supplementierung. Vitamin-D-haltige Lebensmittel sind gut, wirkungsvoller ist aber das Sonnenlicht. Bekommt man nicht genug UVB-Bestrahlung, dunkle Haut, Winteraufenthalt vor allem im Haus, dann ist eine orale Aufnahme von Vitamin D über Lebensmittel oder Pillen erforderlich. Covid-19, das ist ja das Interessanteste im Moment, kann Vitamin D die Infektionswahrscheinlichkeit mit Covid-19 reduzieren und oder für einen besseren Verlauf sorgen. Vitamin D als potenzielle therapeutische Maßnahme bei Atemwegserkrankungen. Es gibt eine Anzahl von Studien, die sich mit der Frage beschäftigt haben, ob Patienten mit einer guten Vitamin-D-Versorgung einen besseren Krankheitsverlauf haben. Durchgeführt wurden randomisierte Doppelblindstudien, das ist der sogenannte Goldstandard, was Besseres gibt es nicht. Zunächst lag der Fokus auf der Regulierung des Kalziums, aber da ist viel mehr. Vitamin D ist fettlöslich, durchdringt Membrane, bindet sich an Rezeptoren und erreicht den Zellkern, wo es die Veränderungen der RNA veranlassen oder verhindern kann. Es gibt in vielen Zelltypen Vitamin D-Rezeptoren, auch in den Zellen des Immunsystems. Ohne Sonne oder Zufuhr des Vitamins von außen steht kein Vitamin D zur Verfügung. Hormone dienen der Signalisierung und der Veränderung.
Beispiel sind Insulin und Cortisol. Vitamine sind Kofaktoren, die dafür sorgen, dass etwas besser oder überhaupt funktioniert. Und diese beiden arbeiten zusammen. Das bioverfügbare Vitamin entsteht in den Nieren und Immunzellen und wird in der Leber in die aktive Form umgewandelt. Da Vitamin D fettlöslich ist, kann es im Fettgewebe gespeichert werden. Wenn es gebraucht wird, wird es vom Immunsystem oder den Nieren wieder in die aktive Form umgewandelt, mit der der Körper etwas anfangen kann. Rezeptoren gibt es neben den Nieren auch in den weißen Blutzellen, den sogenannten Leukozyten. Isoglucose, Mais-Sirup, High-Fructose-Corn-Syrup, Glucose-Fructose-Sirup, Fructose-Glucose-Sirup deaktiviert Vitamin D. Wer viel Industriefutter isst, Fertigprodukte, Fastfood, reduziert damit seinen Vitamin-D-Spiegel, ob er will oder nicht. Andere Zuckerarten mit Fructose, wie Haushaltszucker, tun dies ebenfalls. Wenn Vitamin D durch Fructose deaktiviert wird, kann das zu einer Unterversorgung führen und dann ist es egal, wie viel Vitamin D man über die Sonne oder die Nahrung aufnimmt. Viele bekommen wenig oder gar kein Vitamin D von der Sonne, weil sie nicht genug Zeit im Freien verbringen. Im Winter geht die Sonne spät auf und früh unter und auch in der Mittagszeit ist die Bestrahlung nicht optimal für eine gute Versorgung, weil die Sonnenstrahlen in einem sehr schrägen Einfallwinkel auf den Körper treffen, was die Wirkung entweder sehr reduziert oder komplett eliminiert. Oberhalb des nördlichen und unterhalb des südlichen 35. Breitengrades kann dies ein großes Problem darstellen. Wo der 35. Breitengrad verläuft, das verlinke ich euch in der Beschreibung, aber es ist viel weiter unten, als man meint. Es ist unterhalb von Spanien. Warum ist im Winter eine Zunahme bei viralen Infektionskrankheiten festzustellen? Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen, geschlossene Fenster und Türen etc. scheinen dafür verantwortlich zu sein. Allerdings ist es mancherorts auf der Erde im Winter warm. Die Leute sind viel draußen. Aber die Infektionen nehmen trotzdem zu, weil die Dauer und die Intensität der Sonnenbestrahlung sich direkt auf die Zunahme bei den Infektionskrankheiten auswirkt. Nicht nur der Zusammenhang zwischen Vitamin D und Infektionskrankheiten ist klar, sondern auch der zwischen Vitamin D und dem BMI, also der Körperfülle. Nierenkrankheiten oder Covid sorgen außerdem dafür, dass Vitamin D verloren geht. Also, Vitamin D-Mangel begünstigt Infektionskrankheiten und bestimmte Krankheiten reduzieren gleichzeitig den Vitamin D-Spiegel, also doppelt negativ. Extremer Vitamin D-Mangel führt nicht nur zu Rachitis bei Kindern, sondern auch zu einem erhöhten Risiko für infektiöse Atemwegserkrankungen und das nicht nur bei Kindern. Vitamin D-Rezeptoren sind in den Zellen des blutbildenden und des lymphatischen Systems vorhanden und sie spielen dort eine wichtige Rolle im Kampf gegen Covid unter anderem. Für die Feststellung der Vitamin-D-Werte im Blut gibt es verschiedene Einheiten, Nanogramm pro Milliliter oder Millimol pro Liter. Bei den Richtlinien darüber, welche Blutwerte gut, schlecht, ausreichend oder mangelhaft sind, gehen die Meinungen allerdings auseinander. Die Konversion von Nanogramm zu Millimol ist ein Multiplikator von 2,5. Ich bleibe jetzt mal bei den Nanogramm. Ein Mangel ist weniger als 30. Niedrig sind 30 bis 50, optimal ab 51 bis 70 und zu hoch ist 100 oder mehr. Für die Behandlung bestimmter Krankheiten, vor allem Herzkrankheiten und Krebs, sind höhere Werte wünschenswert. Ein paar Studienergebnisse aus randomisierten Doppelblindstudien. Vitamin D und Alter.
Mit zunehmendem Alter, ab ca. 70 Jahren, reduziert sich die Fähigkeit der Haut, Vitamin D zu synthetisieren, auf die Hälfte. Also man braucht deutlich mehr. Vitamin D und Rasse bzw. Hautfarbe. Verschiedene Rassen und Hautfarben synthetisieren Vitamin D unterschiedlich. Bei Tests 2012 an Weißen, Schwarzen und Hispanics oder Hispanos wurde festgestellt, dass Weiße meistens bessere Werte hatten als Hispanics und Schwarze. Also die Weißen hatten bessere Werte als die Hispanics und die hatten wiederum bessere Werte als die Schwarzen. Je dunkler die Haut, desto schlechter der Vitamin D-Status. Dass zwischen Vitamin D-Status und BMI ein Zusammenhang besteht, wissen wir schon seit 20 Jahren. Vitamin D wird als fettlösliches Vitamin D im Körperfett gespeichert. Wer viel Fettgewebe hat, kann mehr Vitamin D speichern und solange es dort ist, steht es dem Körper nicht zur Verfügung. Für dunkelhäutige und übergewichtige bzw. fettleibige Menschen könnte eine Vitamin D-Supplementierung sinnvoll sein und sie benötigen dann wahrscheinlich auch eine höhere Dosis als schlanke Menschen. Allerdings gibt es zurzeit keinen internationalen Konsens zu der Frage, wie viel Vitamin D optimal ist. Supplementierung reduziert Frakturen. Es gibt Hinweise auf mehr Herzinfarkte bei Leuten, die Vitamin D einnehmen, wenn gleichzeitig Calcium supplementiert wird. Also die Kombination Vitamin D-Pillen plus Calcium-Pillen ist ein No-Go. Calcium in Pillenform erhöht das Herzinfarktrisiko mit oder ohne Vitamin D. Calcium aus der Nahrung tut dies nicht. Als Untergrenze für die Vermeidung von Brüchen hört man von 30 bis 40 Nanogramm pro Milliliter. Werte oberhalb von 150 führen zu einer Hyperkalzämie, also einer Überversorgung mit Calcium. Die einen halten 4000 internationale Einheiten oder weniger für optimal, andere empfehlen bis zu 10.000. Es gibt darüber keine eindeutigen Informationen, sondern nur Empfehlungen der Endokrinologen. Und die sind eher konservativ, wie man weiß. In diversen Studien, Analysen und Meta-Analysen wurde über die Jahre hinaus immer wieder nachgewiesen, dass eine gute Vitamin-D-Versorgung den Verlauf einer Infektionskrankheit vorteilhaft beeinflussen und die Todesfälle reduzieren kann. Die entsprechenden Links findet ihr in der Beschreibung. Ein paar Beispiele: Untersuchung an 10.000 Patienten zwischen 50 und 75 Jahren in Deutschland. Die Vitamin-D-Werte wurden bestimmt und über 15 Jahre verfolgt. Bei Verstorbenen wurde die Todesursache ermittelt. Ergebnis nach Korrektur der Variablen. Bei Menschen mit Atemwegserkrankungen hatten Patienten mit einem Vitamin-D-Wert von 50 oder mehr deutlich bessere Überlebenschancen als Patienten mit weniger als 30. Die Werte zwischen 30 und 50, die lagen dann irgendwo dazwischen. Die Unterschiede waren statistisch signifikant. War der niedrige Vitamin-D-Spiegel ursächlich für den Tod verantwortlich oder hat er die Entwicklung nur verstärkt? In einer Meta-Analyse im BMJ veröffentlicht wurden 25 randomisierte klinische Studien untersucht. Es ging um Patienten mit Atemwegserkrankungen. Getestet wurde, ob und wie wirksam eine Vitamin-D-Supplementierung die Mortalität, die Sterblichkeit reduziert. Es ging da nicht um Covid. Ergebnis: Vitamin D reduziert im größten Teil der Fälle akute Atemwegserkrankungen und verbessert deren Verlauf. Das Ergebnis gilt als statistisch signifikant. Vor 10 Jahren gab es eine randomisierte Studie über die Wirkung von Vitamin D-Supplementierung auf Influenza, also die Grippe bei Schulkindern. Die Kinder bekamen 1200 internationale Einheiten oder Placebo, dann wurden sie auf Antigene untersucht. In der Interventionsgruppe bekamen 10,8% der Kinder die Grippe trotz Supplementierung und in der Placebo-Gruppe waren es 18,6%, also nicht
ganz doppelt so viele, die krank wurden. Das ist eine absolute Risikoreduktion von 7,8% und damit statistisch signifikant. Schulkinder haben normalerweise keinen Vitamin-D-Mangel. Trotzdem war das Ergebnis ziemlich eindeutig. Und was ist nun mit Covid? Covid und Vitamin-D-Mangel korrelieren miteinander. Sie bewegen sich immer in dieselbe Richtung. Weniger Vitamin-D beziehungsweise höherer, größerer Vitamin-D-Mangel, mehr Corona. Alle anderen in diesem Zusammenhang gemessenen Werte gehen ebenfalls in diese Richtung. Dies betrifft nicht nur Covid, sondern auch andere virale Infektionskrankheiten. Der einzige Unterschied zwischen Corona und anderen Influenza-Infektionen ist die Hyperkoagulation, also das Verklumpen der Blutplättchen. Dieses erhöht das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle, Thrombosen und Lungenembolie. Verglichen mit anderen Infektionskrankheiten haben Covid-Patienten ein neunfaches Risiko, solche Komplikationen zu erleben. Eine Studie mit 17 Millionen Patienten und knapp 10.000 Covid-Todesfällen zeigt, dass ältere Leute eher an Covid sterben. Je älter, desto wahrscheinlicher. Nichts Neues, oder? Gleiches gilt bei Fettleibigkeit und dunkler Hautfarbe. Sowohl bei Vitamin-D-Mangel als auch bei Corona-Patienten machen Alter, Fettleibigkeit und Hautfarbe den großen Unterschied. Voilà, der Zusammenhang. Tabakkonsum ist interessanterweise ein negativer Risikofaktor. Raucher haben bei Covid also einen besseren Verlauf zu erwarten als Nichtraucher. Nikotin ist entzündungshemmend und das Stickstoffmonoxid erweitert die Gefäße. Oh, sollen wir jetzt alle mit dem Rauchen anfangen oder lieber nicht? Am Beginn der Pandemie ging man davon aus, dass vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen im Krankenhaus landen, aber das ist nicht der Fall. Die extremsten Reaktionen haben Leute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind Entzündungen der Gefäße und nicht der Lunge. Es geht also um Entzündungen als Hauptrisikofaktor. Es gibt andere Beispiele, die zeigen, dass Tabakkonsum bei manchen Krankheiten, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa, chronisch entzündliche Darmerkrankung, tatsächlich zu einem besseren Verlauf führt. In Äquatornähe gibt es fast keine Covid-Toten. Je weiter man sich vom Äquator entfernt, desto weniger Sonnenbestrahlung und desto mehr Tote. Oberhalb des nördlichen und unterhalb des südlichen 35. Breitengrades ist bei Covid- und Infektionskrankheiten generell mit einem deutlich schlechteren Verlauf zu rechnen. Der Zusammenhang ist offensichtlich. Wo mit Vitamin D supplementiert wird, ist dies nicht zu sehen. Italien und Spanien haben vergleichsweise hohe Covid-Zahlen, obwohl sowohl bei den Covid-Fällen als auch beim Vitamin-D-Mangel. Man beachte die Position des 35. Breitengrades. Bluthochdruck, Diabetes, Fettleibigkeit erhöhen das Covid-19-Risiko und je schlechter die Vitamin-D-Versorgung, desto schlechter der Krankheitsverlauf. In einer anderen Untersuchung wurden seit dem 8. April 2020 20 europäische Länder mit durchschnittlichen Vitamin-D-Werten verglichen. Man wollte den Einfluss von Vitamin D auf eine Corona-Erkrankung und die Sterblichkeit aufgrund der Krankheit ermitteln. Ergebnis: weniger Covid-Todesfälle mit mehr Vitamin D. Bei Leuten mit hohen Vitamin-D-Werten lag die Sterblichkeit beinahe null. Schon bei 40 bis 50 Nanogramm, Nanogramm pro Milliliter, was noch als gut angesehen wird, nimmt die Sterblichkeit zu. In schweizerischen Krankenhäusern wurde bei 107 Patienten der Vitamin-D-Status von Covid
Covid-Positiven mit Covid-negativen Patienten verglichen. Bei den negativ Getesteten war der Vitamin-D-Status deutlich besser als bei den positiv Getesteten. Ein niedriger Vitamin-D-Status ist nicht die Ursache für die Krankheit, aber er verschlechtert nachweislich den Verlauf. Erhöhen niedrige Vitamin-D-Werte also das Covid-Risiko oder sorgt Covid für schlechtere Werte? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Ursache oder Folge? Bei einer Infektion oder einem überforderten Immunsystem kann sich der Vitamin-D-Status verschlechtern, nicht dramatisch, aber nachweisbar. Eine Untersuchung an 7800 Personen mit bekanntem Vitamin-D-Status nach einem Covid-Test. 10% hatten ein positives Ergebnis, 90% ein negatives. Vitamin-D-Werte unter 30 wurden als Mangel gewertet und insbesondere bei den Eltern lagen fast alle unter 30. Eine israelische Studie kam zu demselben Ergebnis, schlechter Vitamin-D-Status, erhöhtes Covid-19-Risiko. Eine weitere groß angelegte Studie mit mehr als 570.000 Teilnehmern, die in zwei Gruppen mit vergleichbare Aufteilung bei Geschlecht, Alter und Geografie eingeteilt waren. Auch hier weniger Vitamin D, schlechterer Verlauf. Interessanterweise gibt es einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber auch die Hormone spielen natürlich eine Rolle. Meine persönliche Theorie sind zwei Faktoren, das Händewaschen und der Alkohol. Warum Männer mit 71% häufiger an Covid erkranken als Frauen. Frauen waschen sich normalerweise viel öfter die Hände, ob sie wollen oder nicht, beim Gemüsewaschen, beim Putzen, beim Geschirrspülen, falls sie das mit der Hand machen, beim Wischen von irgendwas, wo der Lappen immer wieder ausgewaschen wird oder so. Viele Männer tun dies nicht und manche waschen sich noch nicht mal nach dem Toilettengang die Hände. Ja, man muss es mal gesagt haben. Und das könnte einer der Gründe sein, warum Frauen weniger häufig krank werden. Das andere ist Alkohol. Wenn Alkohol im Körper ist, dann ist der Körper zunächst einmal damit beschäftigt, diesen zu entfernen. Alkohol ist toxisch für den Körper, also muss er raus, egal wie, so schnell wie möglich. Und dann hat der Körper keine oder nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, sich um Viren und andere Probleme zu kümmern. Und Männer trinken im Schnitt häufiger und mehr Alkohol als Frauen. Also denkt mal darüber nach, Alkohol und Hände waschen. Schwangere haben bei Covid einen oft schlechteren Verlauf, weil sie mehr Östrogen und Progesteron im Körper haben, also die hormonelle Seite. Studien in den USA mit fast 200.000 Teilnehmern untersucht wurde, Vitamin-D-Status und positive Covid-Ergebnisse. Ergebnis zwischen Vitamin-D und Covid-19-Erkrankungen gibt es ein umgekehrtes Verhältnis, mehr Vitamin D, weniger Covid. Deutlich sichtbar ist die Veränderung ab ca. 50 Nanogramm pro Milliliter. Gleiches Ergebnis bei der Hautfarbe. Hispanos und Schwarze hatten höhere Erkrankungszahlen als Weiße und Schwarze hatten wiederum höhere als die Hispanics. Das gleiche beim Alter. Die Ansteckungszahlen waren deutlich höher bei den Jüngeren. Aber die Älteren hatten eine größere Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus zu landen. Ebenso bei den Geschlechtern, weniger Vitamin D, mehr Infektionen. Achten Leute mit höheren Vitamin D-Werten vielleicht einfach besser auf ihre Gesundheit? Verbringen sie mehr Zeit im Freien? Nehmen sie Vitamin D-Pillen? Das ist möglich. Aber in diesen Studien wurden diese Unterschiede nicht berücksichtigt. Viele, die viel Zeit in der Sonne verbringen, tun dies auch nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen, weil sie Straßenarbeiter sind oder Briefträger oder weiß ich was. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Studien, die zu immer wieder ähnlichen Ergebnissen kommen. Sehr aussagekräftig ist, dass Patienten mit den schlechtesten Vitamin-D-Werten ein höheres Koagulationsrisiko hatten, also die Verklumpung der
Blutplättchen und dass Patienten mit den besten Vitamin-D-Werten seltener maschinell beatmet werden mussten. Bei einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel zeigt sich immer wieder ein ungünstiger Krankheitsverlauf und eine schlechtere Überlebensrate. Macht es Sinn, nach Krankheitsbeginn mit der Supplementierung zu beginnen? In einer spanischen Studie ging es um genau diese Frage. Gegeben wurde ein aktiviertes Vitamin-D-Präparat, weil dieses nicht vom Körper erst umgewandelt werden muss und deshalb schneller wirksam ist. Es gab zwei Gruppen, Intervention und Placebo. In der behandelten Gruppe mussten nur 2% auf die Intensivstation. In der Placebo-Gruppe waren es 50%. In Frankreich bekommen Bewohner von Altenheimen alle paar Monate eine hohe Dosis Vitamin D verabreicht. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus wegen Covid wurden die Alten gefragt, wann sie ihre letzte Dosis erhalten haben. Die Überlebensrate war bei denen am höchsten, deren Megadosis die kürzeste Zeit zurücklagen, vor allem innerhalb der letzten 4 Wochen. Nachträgliche Behandlung, 240 Patienten bekamen bei der Einlieferung ins Krankenhaus 20.000 Einheiten verabreicht. Die hohe Dosis war im Labor nachweisbar, brachte aber keine Verbesserung beim Krankheitsverlauf, weil es einfach zu spät war. Anscheinend ist eine Verteilung auf mehrere Gaben auch wirksamer als eine Einmalgabe, eine Megadosis. Bei Antibiotika gibt man auch nicht den ganzen Wirkstoff auf einmal, wie wir wissen. Kritikpunkt 2, das Vitamin D musste erst vom Körper in seine aktive Form umgewandelt werden und die Gabe erfolgte zu spät. Weitere Studien zeigen, dass Patienten mit 30 Nanogramm pro Milliliter oder mehr deutlich häufiger asymptomatisch waren als Patienten mit niedrigen Werten. Auch bei Patienten, die eine Behandlung auf der Intensivstation brauchten, war dieser Unterschied deutlich feststellbar. Niedrige Vitamin-D-Werte waren auch bei den Todesfällen feststellbar. Die Autoren aller Studien kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass eine Vitamin-D-Supplementierung generell zu empfehlen ist. In manchen Ländern gab es schon vor Beginn der Pandemie eine flächendeckende Supplementierung. Finnland, dort ist der Zusatz in Lebensmitteln freiwillig, aber fast alle Hersteller tun das. Norwegen freiwillig, Schweden und Kanada, dort ist es Pflicht. USA freiwillig, einige tun es, andere nicht. Irland, es gibt keine formelle Vitamin-D-Richtlinie für Lebensmittel. Die Anreicherung ist freiwillig. Der Vitamin-D-Spiegel ist bei den Iren niedriger als in Schweden, Kanada und den USA. In Finnland bekommen die Menschen weniger Sonne als in Irland. Trotzdem gibt es dort so gut wie keinen Vitamin-D-Mangel. Sollen wir uns jetzt alle in Äquatornähe niederlassen? So wie es aussieht, ist die Gattung Homo sapiens von dort gekommen. Am Anfang waren wir alle schwarz. Die Informationen dazu werde ich verlinken. Was sagen die Richtlinien? Die Endocrine Society empfiehlt 4000 Einheiten pro Tag. Vitamin-D-Toxizität ist sehr selten und müsste Werte von 150 Nanogramm pro Milliliter aufweisen und mit einer erhöhten Kalziumeinnahme verbunden sein. Vitamin D ist wahrscheinlich eines der weniger toxischen, fettlöslichen Vitamine. Es ist auf jeden Fall deutlich weniger bedenklich als Vitamin A. Unter 20.000 Blutproben in der Mayo-Klinik gab es von 2012 bis 2011 nur einen einzigen Patienten mit extrem hohen Werten von 365 Nanogramm pro Milliliter. Ein weiterer Forscher untersuchte gesunde Erwachsene, die bis zu 6 Jahre lang alle 14 Tage 50.000 Einheiten bekommen hatten. Ihre Vitamin-D-Konzentration lag bei nur 40 bis 60 Milligramm Nanogramm pro Milliliter. Anzeichen von Vitamin-D-Toxizität gab es nicht. Eine kanadische Studie. Gabe von 20.000 Einheiten Vitamin D3 pro Tag. Blutwerte lagen bei 60 Nanogramm pro Milliliter ohne Anzeichen auf Toxizität. Die Vitamin D-Supplementierung gilt als einigermaßen
sicher, aber wie viel sollte man einnehmen und welchen Unterschied macht der BMI? In diversen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die ersten 1000 bis 3000 Vitamin D-Einheiten zu deutlich erhöhten Blutwerten, also Vitamin D-Blutwerten, führten. Aber je mehr Vitamin D gegeben wurde, desto weniger wirkte sich dies noch auf die Blutwerte aus. Bis ca. 10.000 oder 15.000 internationale Einheiten erhöhen sich die Werte von pro 1000 Einheiten um ca. 4,8 Nanogramm. Bei mehr als 15.000 internationalen Einheiten erhöhen sich die Werte pro 1000 Einheiten dann nur noch um 0,4 Nanogramm pro Milliliter. Das sind nur etwas weniger als 10% davon. Der Körper nimmt sich also, was er braucht. Der Rest produziert teuren Urin. Die Rolle der Körperfülle, Stichwort BMI, normal sind 25 oder weniger, bei Übergewicht 26 bis 30 sinken die Werte um 3 Nanogramm pro Milliliter im Blut. Bei Fettleibigkeit über 30 BMI sinken sie dann um 8 Nanogramm pro Milliliter. Dicke müssen also die 1,5 bis 3-fache Menge Vitamin D einnehmen, um die gleichen Werte zu erreichen wie Schlanke. In den Wintermonaten haben fast alle ein Vitamin D-Defizit, wie gesagt, am Anfang des Videos, und Mediziner sollten ein Augenmerk darauf richten, darauf haben. Menschen mit geschädigten Nieren müssen bei der Vitamin D-Supplementierung vorsichtig sein, ebenso Menschen mit Sarkoidose, das ist Morbus Böck, oder Krankheiten mit Granulombildung. Das werde ich alles verlinken. Ja, es gibt eine ganze Menge Links für die, die daran Interesse haben. So, das war's. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche, ein gutes Wochenende. Danke fürs Interesse, fürs Zusehen und Zuhören. Ich wünsche euch gute Gesundheit. Bleibt fit und munter und lasst euch nicht unterkriegen. Tschüss und bis bald.